sind jetzt mit der Straßenbahn nach Schmöckwitz gekommen, sind auf der Brücke gewesen, haben hier fälschlicherweise angenommen, dass hier die Nuit aus dem Wasser gezogen wurde, weil später haben wir erfahren, dass es gegenüber von dem Wall irgendwo sein musste. Und dieses hier, das heißt hier an der Wasserrettungsstelle noch ein Stück weiter, wurde wohl die Nuit aus dem Wasser gezogen. Das heißt, möglicherweise ist er hier mit seinem Auto hingefahren und hat das Auto hier abgeparkt. Wir sind jetzt über die Brücke mit dem Bus gefahren und dann sind wir von hier immer dem Ufer entlang gelaufen und laufen jetzt zum Friedhof. Und der Friedhof befindet sich hier. Rauchfangswerder ist also dieser Ortsteil von Köpenick. Und in diesem Ortsteil von Köpenick wohnen und wohnten sehr viele Prominente der DDR, gerade Schauspieler. Und auf dem Friedhof sehen wir, dass bekannte Persönlichkeiten der DDR auf dem Friedhof begraben sind. Und da gehen wir jetzt hin. Eben haben wir gerade noch mal danach gefragt, wo denn eventuell den Ried aus dem Wasser gezogen wurde. Und da wurde mir gerade gesagt, hier, Höhe Wall, soll das passiert sein. Und das wäre hier. Wunderschöner Friedhof mit Seeanschluss. Laub ist bunt. Nee, ich hatte bloß mal, es gab doch vor Jahren, gab es doch mal so einen Film über ihn. Den hatte ich mir natürlich angeguckt und da war irgendwie, ja. Dean Reed wurde im Sommer 86 hier auf dem Waldfriedhof in Rauchfangswerder beigesetzt. Die Inschrift auf dem großen Grabstein, der heute zum Teil mit Moos überdeckt ist, wurde herausgemeißelt. Und der kleine Grabstein, den sucht man vergebens. Ich weiß auch nicht, wo er geblieben ist. Der ist weg mit den Inschriften von Dean Reed und dem Geburts- und dem Todestag. Wie man im Dean Reed Archiv Berlin nachlesen kann, da kommt man ja ganz leicht auf die Seite im Internet, ließ die Mutter von Dean 1991 seine Urne aus Deutschland nach den USA umbetten. Auf dieser Seite sieht man auch ein Foto des Grabsteins von Boulder in Colorado, USA, auf dem Green Mountain Cemetery.